Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls. Wir haben in der letzten Folge diesen Turm hier entdeckt und wollen herausfinden, wo das da hingeht. Pass auf, Schleichweg. Okay. Pass auf, tolle Aussicht. Okay, da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich da jetzt rankomme. Da oben ist also Le Beau Geschütze, ja? Na gut, dann gehen wir so hoch. Easy. Okay, höher geht's nicht. Ah, ich weiß, wo wir sind. Ja. Hey. Reden? You still have your senses about you, then why won't you buy some of my moss? I need your souls. Okay, ein Gegner, der irgendwie zum Händler geworden ist. Verkauft Moos. Jauche Küchlein. Kohleharziges Harz. Fügt Waffe der rechten Hand Feuer hinzu. Oh. Gift. Prismastein, Wegmarkierung dient auch zur Höhenmessung. Ich nehme mir mal so ein Feuerding hinzu. Weißt du was, kaufen wir gleich ein paar von. Kann nie verkehrt sein. Und Pfeile hat die Dame auch im Angebot. Na gut. Dann öffnen wir die Abkürzung, holen uns die 10 Estus-Flakons. Und soll ich denn zurückgehen? Nee. Tun wir nicht. Da wird schon kein Boss drin sein. Ist wieder so ein Prank. Oh, Nebelwand. Oh, geht da bloß nicht durch. Ich lass mich jetzt nicht pranken, weil wenn ich jetzt... Was zur Hölle ist das? Metallschild der Höhensohle stark verrostet, aber robuste. Er bietet sehr viel Schutz. Was habe ich angezogen, was anders ist? Ich habe ein Estus-Flakon bekommen. Hä? Irgendwas regeneriert meine Estus-Flakons. Ich will wissen, was es ist. Damit ich es nie wieder ausziehen muss. Dieses Schwert gehört zu den raren Drachenwaffen. Es symbolisiert das Schicksal der großen Drachen und besteht aus dem Schweif eines zur Hülle gewordenen Drachen. Wird es mit beiden Händen geführt, entfaltet es seine große mystische Macht. Gib mir die Macht! Ui! Cool. Also es erklärt noch lange nicht, wieso ich Estus-Flakons bekomme. Ist das Ende der Rüstung? Seine Untotenmission war es nicht geneigt aufzugeben, doch er fiel im Asyl der Untoten. Die Rüstung eines namenlosen Ritters, vielleicht eines Elite-Ritters von Astora, darauf weist zumindest das Feuerabwehrwappen auf dem blauen Wappenrock hin. Kann mir einer erklären, wieso ich Estus-Flakons bekomme? Hm. Gut, durch die Tür gehen. Oh, komm, wir gehen jetzt durch. Oh, verschlossen, okay. Brauchst Boss. Oh nein, da ist wirklich ein Boss drin. Nein. Kacke. Mann. Wir kriegen das schon hin irgendwie. Ja, nee. Lass mich in Ruhe.
Lasst mich doch einfach in Ruhe. Jetzt hört auf, mich zu schlagen. Okay, ich gehe einfach hier hoch und springe runter auf den Sack. Okay. Nein, nein. Hier ist nicht mehr genug Platz, ihr Schweine. Okay, ich bin wieder hier. Und ich bin fast tot. Und ich bin tot. So. Ich habe jetzt mal vom Hauptleuchtfeuer aus den Punkt gesetzt, wo ich sein möchte. Einfach nur, weil ich dann mehr Estus-Flakons habe. Ihr dreckigen... Diese... Oh. Okay, Leute. Ich muss diese Köter loswerden. Die Köter, die sind... Meine Fresse. Ja, euch meine ich. Und der drin. So. Ja, die sind weg. Ja, jetzt kannst du nicht mehr so viel, wa? Scheiße. Kurz heilen. Na gut, das war jetzt nicht so schmerzhaft. Scheiße, er hat zweimal zugeschlagen. Na, es tat nicht so weh. Das tat weh. Oh. Weg mit dir, du dreckiger Ziegendämon. Da guckst du scheiße, wa? Du dreckiges Stück Abschaum. Ich hasse dich und deine Nachkommen. Oh, ist das Kacke. Was hat mir das jetzt gebracht? Hab ich jetzt den Schlüssel bekommen? Ich habe nicht drauf geachtet. Geschafft. Hat mir das jetzt den Schlüssel gegeben? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal nach. Brauchst Wunder. Ja. Ich habe ein Wunder gehabt. Ich habe die Hunde mit einem Schlag erledigt. Mann, war das Kacke. Habe ich einen Schlüssel bekommen? Okay, gut, perfekt. Nice. Oh, sorry, ich wollte den Bruder nicht auslachen, aber er war so ein Idiot. So, jetzt komm du mal her. Das ist ein Hund, ey. Kackviecher. Oh, oh, hier. Das sind meine Lieblingsgegner. Die halten nicht viel aus und können einfach gar nichts. Aber guck mal, wer bist du denn? Bist du der Butcher? Aus Diablo? Achso, er kommt jetzt hochgerannt. Das ist natürlich ein bisschen scheiße. Muss den hier erstmal loswerden. Okay, perfekt. Mach doch keinen Radau hier.
Hui! Ja, du hast das irgendwie schon drauf, ne? Du musst da mal weggehen von der Wand. Ich muss dich backstabben, du hast extrem viel Leben. So! Das zu dir, Freundchen. Weg mit dir. Okay. Was ist denn da? Warte eine Sekunde. Ich lass mich hier nicht verarschen von irgendeinem billigen Spiel. Oh, das Loot. Halt. Gehörst du zu diesem Loot? Ah, noch so ein Butcher. Was wäre jetzt mein Headley? Headshot! Incoming! Ob das jetzt nur eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Ja, wird mich wahrscheinlich jetzt irgendwo überraschen. Jetzt ist das ja noch schlimmer. Ich weiß nicht, wo der steckt. Kommt aus irgendeiner Ecke und one-hittet mich. Irgendwie so ähnlich. Das würde zu so einem Butcher passen. Ah, ich kann hier runter gucken. Hey! Oh. Tschüss. Kommst du jetzt auch hoch? Ich glaube, da unten ist Wasser. Ich glaube, der läuft gerade durch Wasser, ne? Ach Gott, nein. Braves Hundi. Ich trete dich erstmal. Oh nein, jetzt kommt der Batsch auch noch. Fuck. Und der Hund lebt noch. Nicht dein scheiß Ernst, Hund. Oh, spring doch nicht nach vorne. Okay, der Butcher hängt fest. Oh. Ich mag dich nicht, ich mag dich nicht, ich mag dich nicht. Du bist genauso doof wie Havel. Tausend. Heilige Scheiße. Sack! Schön, wir laufen mit dem Sack auf dem Kopf rum. Ich bin so hässlich, ich muss das. So, okay, was, oh nein. Tricks runter, ey. Ist hier irgendwas bewacht, eine Truhe oder so? Oh. Große Glut. Hallo da. Soll ich mal runterspringen? Scheint nicht so tief zu sein. Die Scheiße. Das ist eine fette Ratte. Als ob ich gegen dich kämpfen würde. Der hat eine Axt im Auge. Pff. Auf dich lasse ich mich doch nicht ein. Ich töte dich einfach von hier oben. Guck ihn euch an, den kleinen Lappen. Nichts kann er dagegen tun. Gib mir deine Axt. Der ist blind, ne? Auf dem einen Auge ist er blind, das andere Auge wurde ihm ausgeschlagen. Komme ich da zum Loot? Gehen wir mal hier lang. Loot. Spinnenschild, aber habe ich das schon. Ist das ein Gegner? Ja. Menschlichkeit, ich dachte, ich kriege eine Axt. Hallo Rattis. Kanalkammerschlüssel. Okay. Ziel eines namenlosen Soldaten.
Hier geht's runter. Und da ist wahrscheinlich nur so ein dämlicher Wasserfall, ne? Map-Design, ich kenn dich doch. Und da ist eine Tür. Nee, man kann hier runterrutschen. Irgendwo. Ich sehe nämlich... Oh, man kann hier sogar runterlaufen, oder? Ich bin mir nicht so sicher. Da geht's tief ab. Nein! Scheiße! Was bist du denn für ein Süßer? Ja. Eine Fernkampfwaffe habe ich jetzt. Kannst du irgendwas Spezielles? Du kannst viel aushalten. Anscheinend kannst du sonst nichts. Okay. The fuck? Okay, das kann er. Er kann von oben runterfallen. Und ich bin tot. Ich bin nicht tot, ich bin nicht tot. Hohohoho. Okay. Ja, cool. Nur das ist jetzt nicht viel besser als mit Schild. Die sind voll tanky. Na gut, das ist ein verdammter Schleim. Was willst du gegen Schleim machen? Der rutscht ein Schwert durch. Ich hätte gern ein Leuchtfeuer von euch. Kann einer von euch ein Leuchtfeuer ausspucken? Das wäre echt nice. Da würde ich mich richtig drüber freuen. Du lebst noch. Dreh mir nicht den Rücken zu. Das ist unverschämt. Okay. Verschlossen. Hallo, komischer Typ mit Brille auf dem Helm. Hi, Shemari. And a good day to you. I'm Dawn of Xena. I'm just a peddler of sorts. I adore trinkets and oddities, so I trade for them. Okay, was kannst du noch so sagen? Hmm, I'm afraid I don't see anything here. Kannst du auch durch deinen Helm nicht gucken? Hmm, I'm afraid I don't see anything here. Okay, was hast du zu verkaufen? Goldharz, Bodenlose Kiste. Ja, weißt du was, ich habe jetzt genug Seelen dafür. Gerades Kristallschwert, gerades Großschwert, Kristallschild. Na gut, ich habe jetzt schon bessere Sachen, ne? Helm des Weisen, das ist das, was er gerade trägt. Stulpen des Überwinders. Hat das irgendwelche coolen Eigenschaften oder so? Angeblich symbolisieren die beiden Hörner Weisheit. Angeblich symbolisieren die diversen Medaillen Ruhm. Angeblich Überwinder. Die eingearbeiteten Silberringe symbolisieren einen Erkunder. Was soll ich denn mit dem Scheiß? Das ist ja nicht mehr richtig Rüstung. Das hier hat gut Rüstung. Das kostet doch 15.000, deswegen will ich einen Scheißturm das kaufen. Thank you. That was a fine dream. Oh, da lebt noch eine Ratte. So. Was haben wir denn hier? Nein, das sieht aus wie ein Bossfight. Wir gucken uns erstmal um. Das sieht aus wie ein heftiger Bossfight. Ich guck mich erstmal um. Wir hatten ja hier noch einen Weg. Und da ist noch eine Treppe. Gibt hier also noch sehr viel zu sehen, bevor wir den nächsten Bossfight machen. Ich werde jetzt bestimmt nicht in einer Folge zwei Bossfights machen. Nee, nee, nee. Nicht mit mir, Freunde. Nicht mit mir. So. Und wo der Weg hingeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Haut rein, euer Zero Shoes.